So, guten Abend. Und ja, heute machen wir wieder, wie immer, am Anfang ganz kurz einatmen, ausatmen. Die noch nicht lang diese Übung machen. Wichtig ist, dass man bei Einatmen in Gedanke folgend die Luft. Und in Gedanke sagen, alles, was reinkommt, ist positiv. Und dann beim langsamen Ausatmen eine Gedanke, alles, was ich ausatme, ist negativ. Das heißt, dass wir reinigen unsere die innere Wege. Der Fluss kommt schön. Man dürfen nie denken, aha, der Positive ist gut, Negative ist schlecht, gar nichts. Wir müssen nur den Fluss einfach herstellen, dass das alles, was rauskommt, das ist das, was uns nicht wichtig, für uns nicht im Moment wichtig ist, und dass man sich in Gleichgewicht so schnell wie möglich findet. Normal machen wir das 1 bis 3 Mal und dann sind wir in dem Gleichgewicht. Nachdem tun wir circa 1 Minute spüre unsere gemeinsame Energie. Das heißt, nur virtuell tun wir uns die Hände halten und nach circa 1 Minute nichts denken, nur spüren, nicht schauen, nicht sehen, nicht hören, einfach nur spüren und fertig. So, wir kommen langsam zurück. Schön. Hoffentlich können wir einmal auch das zusammen live erleben. Das ist noch wesentlich eindrucksvoller, aber so ist es auch schön. Klar, wie immer, am Anfang unsere Erfahrungen, von unseren Erlebnissen oder das, was wir als ja, eindrucksvoll oder ja, sinnvoller findet zum Weitergeben oder als Beispiel für das, was wir letzte gemacht haben. Muss nicht nur letzte Woche sein, kann auch letzte paar Wochen sein, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass man auch in dem Bereich von unserer Aufgabe vom letzten Mal etwas getan haben, weil Zeit war genug sicher. Okay, gehen wir so Reihenfolge, Reihe nach, sage ich so, Ben, bitte. Super, du hast eine ganze Menge gemacht. Klar, du bist schon in dem Sport-Gesundheitsbereich
ziemlich involviert. Ich sage ziemlich, weil du siehst, da gibt es noch Sachen, die mich auch dazu machen. Was ich für dich einfach nur kurz erwähnen, wenn du Möglichkeit hast, noch mal genauer arbeiten, ich sage, wenn Laktat zum Essen ist nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich sage, das in dem höheren Bereich zum sich testen selber. Zweite, wenn du möchtest, mit Atem noch mehr machen. Ich habe jetzt so kleine Atmungsgeräte, vom, weiß nicht, von 3 € bis 50, 60. Dort kannst du deine Effizienz bringen, 30 bis 40% steigern. Das habe ich auch als Nordic Vocal Trainer gesehen, dass, wo habe ich gedacht, wow, das ist phänomenal, was ich gebracht habe. Mit dem Gerät habe ich noch circa mehr, etwas mehr wie 30% effizienter können arbeiten. Im Prinzip geht es nur, wie viel man Sauerstoff annimmt. Wenn es zu viel ist, dann mehr Schade wie Erfolg. Und das ist mit dem Gerät, kann man das kontrollieren. Ich habe so auch eine gekauft, sogar 35 €. Wo kann man das einstellen, wie viel man kriegt? Ich arbeite nicht viel, ich habe nur getestet. Getestet geht monatelang, dass ich sehe das. Aber ich habe das schon vorher gemacht. Gibt es die Atemtechnik im Bereich, man sagt Yoga, aber nur eine Art von Yoga beweise mit über 100. 30, 40 Atemtechniken. Ich anwende mehrere, aber eine ist, wo man kann wirklich mit viel weniger Luft wesentlich mehr Power, Kraft haben. Deswegen sage ich, zwischen 3 und 5 Mal ist bei mir so Tag durch ganz normal. Bei Sport sie anpassen. Das ist das. Was ich noch wollte. Ja, mit Esse und Wasser tue ich mir noch mal zusätzlich erwähne. Die Wasser, wenn du schon klar messe vorher, nachher, dass es ist. Und die Filter kannst du immer selber auswechseln, wenn das notwendig ist, nicht wenn die geben 8, 6 Monate. Ich habe ab und zu nicht 6 Monate, sondern 1,5 Jahr Filter gehabt und dann habe ich gewechselt mit erst mit 5, 6 ppm. Das heißt, geht es auch viel länger. Hängt von dem, wie viel man die Wassermenge braucht. Noch etwas, was wichtig ist, wenn Möglichkeiten gibt, dass du deine Wasser, filtrierte Wasser, tust du einfüllen in die blaue Flasche. Ich weiß es nicht jetzt, aber gibt es sicher irgendwo zu kaufen. Ich habe nicht geschaut jetzt in Österreich. Mir verkauft auch die blaue Flasche mit Blume des Lebens schon drauf. Das heißt, deine Wasser, die du trinkst, auf der, in Flasche, in blaue Flasche einfüllen. Auf der Sonnenstelle, ob das halbe Stunde, Stunde, zwei, spielt keine Rolle, aber nur am Tag. Und das Trinken ist einfach enorm viel mehr Energie drin, wie die nur filtrierte Wasser. Man kann die nochmal bereichern mit die Spirale mit rechter Umdrehung. Das ist, glaube ich, so auf unserer Webseite, wie das ausschaut. Da kann man mit die Wasser aus der Leitung, das wird sie tote Wasser, wir können die beleben und dann nochmal auf der Sonne energetisieren. Und so Wasser zu trinken, ist enorm. Wenn die Wasser dann längere Zeit steht in
im Zimmer oder wo immer, dann wäre gut, dann so eine Pyramide von circa 50 cm Größe machen. Dann kann man 3 bis 4 Flaschen unter oder Fruchtwerk oder was immer reintun. Dann wird das energetisiert, das heißt noch einmal bereichert vor die Pyramiden. Das ist so kleine Tipps am Anfang. Wir reden sowieso noch wesentlich mehr vor dem, wenn wir nochmal im Gesundheitsbereich weitergehen. Okay. Wir sprechen jetzt nicht vom Hochleistungssportler, wo braucht welche 100 Sekunde ist Sieg oder Niederlage. Nein, wir sprechen vom bewussten Leben. Ich habe mit Laktat nur ganz kurz gemacht als Tester, weil meine Frau ist einfach in dem Bereich Gesundheits- und hat Anatomie studiert und so. Da hat sie mir, das gibt es so kleine Set, man kann das während Sport, dass man sieht, die Spitze von deiner Leistung, wo kannst du bringen. Aber das ist nur, wir haben das gemacht einmal pro Woche, der Test für mich selber. Das ist nichts etwas, was man weiß nicht braucht, aber du kennst dich so gut lernen, deinen Körper auch hin, wenn du würdest mehrmal pro Tag deinen Blutdruck und Werte vom Herzschlag aufschreiben oder mit dem neuen Blut, die Messgeräte gibt es, glaube ich, 50 oder 60 Messvorgänge. Messvorgänge, dann kann man das nachvollziehen. Und was ist interessant, dass man sieht, aha, bevor du aus dem Bett aufstehst, aus dem Bett gehst, dass du messest, dann werden tägliche, nein, ganz normale Arbeiten, dann Anstrengungen oder bei Sport, dass man kann das ausmessen. Ich habe klar, ich habe die mit die Polaruhr mit dem Brustgurt und so. Aber man kann das auch mit einer ganz normalen 10 Euro Messe. Dann hätte man Werte, wenn man ganz normal sitzt und angenehm entspannt. Oder wenn man auch normal sitzt, aber ist vollkommen aufgeregt oder böse oder negativ, sofort ausmessen. Das ist enorm. Und dann kann man, wenn man das sieht und wenn man so weit ist, dass man kann das bewusst annehmen und sagt, okay, jetzt habe ich die hohen Werte. Mach dann eine Übung, Kanal zu sein, dreimal ein- und ausatmen und Kanal zu sein. Und dann mess noch einmal. Dann siehst du, das sind Werte. Was kann passieren? Im Prinzip nicht einmal eine Minute. Das ist so Tipps, dass man sich wirklich kennt. Weil viele Leute, wenn sie sagen, ja, wie viel Herzschläge, wie viel man atmet pro Minute, kleine Basse, boah, ich glaube so 50, 60, vielleicht weniger. Was heißt das? Gar nichts. Wie alt bist du? Aha, boah, zwischen 20 und 80. Irgendetwas ist. Aber das ist keine Angabe. Angabe ist, wenn ich jetzt sage, ich habe 48 und wenn ich jetzt messe, ich kann mir nicht nur für einen Schlag pro Minute erzählen. Das ist genau das gleiche, wenn mir jemand fragt, wo ist Nord oder Süd. Ich muss nicht sehen. Ist egal, Tag und Nacht. Ich muss gar nicht sehen. Ich muss nur meine Pyramide spüren. Dann weiß ich. Das ist 100% dann. Klar. Abweichung von 1, 2 Grad können wir nicht einmal mit normalem Kompass. Das muss man schon eine spezielle Kompass, entstörte Raum und Kompass haben. Aber das geht nicht um das, sondern geht es um global, dass man weiß, um was geht überhaupt in mir selber und außerhalb.
Und das ist sehr wichtig, weil wir müssen Koordination haben, wir müssen einfach Sicherheit haben, aha, ich schaffe es oder nicht. Du hast auch im Sportbereich, du kannst sehr schnell übertreiben. Wenn ich sage, mit 67 mache ich 205 Schläge hoch, mein höchster 100% wäre 100, glaube ich, 4 oder 165 Schläge pro Minute. Ich komme auf 205. Problemlos. Nur wie lang und wie schnell kann ich das selber tun? Das ist etwas. Das heißt, man muss einfach genau spüren, das ist mein Ende. Okay, und jetzt gehe ich schnell runter. Und dann brauche ich in ca. 10, 12 Sekunden, bin ich wieder auf der 60, 70 und dann nächste 10, 20 Sekunden bin ich wieder auf meine 50, 55. Und das ist das. Fragt das eine Arzt, dann sagt er, du bist tot, schon längst tot. Und das ist auch wahr für die, die nicht wissen und nicht Erfahrung haben in dem Hochleistungs, nicht Sport, sondern Belastung. Das geht problemlos. Auch gibt es Leute, die trainieren so wenig wie möglich atmen, dass die atmet. Ich habe das nicht trainiert, weil es mir nicht wichtig, aber man kann atmen, zum Beispiel pro 3 Minuten 2 bis 3 Atemzüge. Geht's problemlos. Ich habe kurze Zeit das ein bisschen getestet, aber brauche nicht. Brauche ich die bewusste am Tag durch bewusste Atembereich und das ist auch Spiegel von dem Gleichgewicht. Okay, vielen, vielen Dank für deine Bemühungen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Super. Ich würde dir einfach nur empfehlen, dass du regelmäßig unsere alte Workshop durchgehst und auch dort die Aufgabe machst. Weil das ist auch wichtig, dass du kannst so schnell wie möglich dazukommen, weil wenn man macht Erweiterung, dann kommst du mit Erweiterung nicht weiter, weil du fehlt dir Anfangsteil. Aber danke. Okay. Preiselbeere. Ja, dann berichte ich mal. Ja, weiterhin habe ich mein, ich nenne es mal Standardprogramm gemacht. Die vielen kleinen Dinge sozusagen, die zähle ich jetzt so gut wie gar nicht auf. Sei nur erwähnt, wieder täglich das Silberei angelegt, den Aaroniten getragen, einige Kammerarbeiten Version 1 und 2 gemacht. Von einer Nacht konnte ich meine Träume notieren, also seit dem letzten Workshop. Ja, wieder habe ich verschiedene Situationen, Gegenständen, Sendemasten, Tieren, mir selbst und so weiter, göttliche Liebe geschickt. Ja, fast jeden Tag habe ich die Wiener Massage gemacht, nur in 2 Tagen nicht. Dabei habe ich das Aukonit-Kissen vor meinen Oberkörper platziert. Also habe ich das kombiniert miteinander. Und ja, Moment. Und ab und an mache ich auch die eine oder andere Übung einzeln zwischendurch. Ja. Aber sonst mache ich erstmal grundsätzlich sehr gerne, am liebsten gleich morgens, die ganzen 12 Übungen. Und die kommen auch sehr gut bei mir an, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr fein und gebe das auch inzwischen weiter. Dann habe ich mir einige Gedanken zu einem unserer letzten Themen, nämlich Illusionen, gemacht. Dann, ja, leider habe ich die Übung mit der Kerze noch nicht gemacht. Ich bin bisher darüber weggekommen. Diese Woche war sehr gefüllt mit diversen Terminen und Begegnungen. Die Umkehrosmoseanlage, die letzten Freitag gekommen ist, habe ich noch nicht installiert. Dazu werde ich vermutlich auch einige Stunden benötigen. Also die Anleitung habe ich mir nicht schon durchgelesen. Und das möchte ich am liebsten bei Tageslicht machen. Doch das war wegen Arbeitsterminen und so weiter bisher nicht möglich.
Und am letzten Wochenende fehlte mir, da hätte ich es theoretisch Samstag oder Sonntag machen können, aber da fehlte mir noch die Vaseline. Das habe ich auch der Anleitung genommen. Zum Schmieren der Dichtungen und Gewinde, also dieser von diesen Kartuschenbehältern. Das soll man darauf schmieren und das habe ich nicht im Hause gehabt. Diese Vaseline habe ich mir inzwischen besorgt, weil sonst nutze ich sie nicht. Das ist ja aus Paraffinum, Erdöl. Und ja, habe mir zwar auch gedacht, was soll das da drin, aber wahrscheinlich wird das eh alles rausgefiltert, falls mal irgendwas von diesem Gewinde, von diesem Dichtungsring da ins Wasser gelangen sollte, wird es wahrscheinlich eh alles wieder rausgenommen. Ja, jetzt habe ich die da und warte dann auf den passenden Moment. Ich hoffe, dieses Wochenende klappt das. Jo, dann war ich heute in der Innenstadt, um dort so ein paar Dinge zu besorgen. Und dort ist momentan ja sehr viel los mit Weihnachtsmarkt und Kaufrausch und so weiter. Ja, auf dem Hinweg zu einem Geschäft sah ich einen älteren Mann mit seinen beiden Hunden, der auf dem Boden sein Lager aufgeschlagen hatte und bettelte. Aber ich sag mal so passiv, ne? So, der saß relativ gelassen dort rum, also der machte ja da einen ganz ruhigen Eindruck, war jetzt nicht aufdringlich oder so. Ja, und dann auf meinem Rückweg kam ich wieder bei ihm vorbei und folgte meinem Impuls, also den ich schon beim Hinweg hatte, als ich ihn das erste Mal sah. Ja, und der Impuls war, ihm halt was zu geben, also Geld. Da habe ich ihm 5 € gegeben. Und das mache ich, sowas mache ich fast nie, auch Straßenmusikern oder so. Also das ist super, super, super selten, dass ich das mache. Und ja, er war darüber wohl ziemlich überrascht und hat sich offenbar sehr gefreut. Ja, und mir war es fast peinlich. Also, das ist gerade jetzt in dieser Kaufrauschzeit, volle Innenstadt und so weiter, alles geschmückt und so viele Leute laufen da rum mit großen Einkaufstüten und so weiter. Das ist also irgendwie schon ein noch stärkerer Gegensatz als sonst. Ich meine, sonst sitzen ja auch Menschen dort oder stehen dort mit einem Becher in der Hand oder was auch immer. Aber es ist halt jetzt besonders krass, dieser Unterschied zwischen, naja, Kaufrausch und die halt offenbar, warum auch immer, sehr wenig haben und auf das möglicherweise angewiesen sind oder auch nicht, man weiß es nicht, aber was andere übrig haben für sie. Naja, ja. Das war jetzt vielleicht nicht allzu ausführlich und nicht so viel, aber das war es im Großen und Ganzen diese Woche. Okay, vielen Dank. Wenn du einfach kurz Rest kriegst, ja, sowieso später. Vaseline brauchst du auch gar nicht. Vor allem nicht auf der Dichtung, weil ich habe bis jetzt bestellt sicher 30 bis 40 solche Anlagen und weitergegeben, Leute. Und niemand hat eine Vaseline gebraucht, ich auch nicht. Das heißt, kannst du auch ohne Vaseline, aber wenn du möchtest, schon sehr, sehr sparsam nur auf eine Seite, weil warum muss man warten, dass die ausgespült wird, die Reste, wenn das nicht notwendig ist. Das heißt wirklich sehr, sehr sparsam, wenn du das möchtest, weil die Plastik auf die Plastik hält wahnsinnig, wirklich wahnsinnig gut. Von dem her. Einzige, man muss aufpassen, die Schnellverschlüsse kommen. Dort muss man aufpassen wegen Druck, dass nicht allzu starker Druck im Haus ist, weil dann könnte sein, dass ja, dort Wasser tropft, sonst nichts. Das ist nur am Anfang, dass man sieht, dass das so alles klappt, dass nicht rausgeht. Sonst man braucht nicht so lange Zeit. Nach Anleitung ist das wirklich schnell. Eine einzige Arbeit, größere Arbeit ist die T-Stufe anschrauben, weil man muss dann Hauptventil zudrehen, aber das
ist sowieso überall vorhanden. Das ist nur der, alles ist schon dabei, besonders das mit Teflon, die gewinnt Umhülle und dann durchschrauben, klar mit den größeren Zangen. Und da muss man noch für Abfluss ein kleines Loch, aber das kann man mit jedem Schraubenzieher machen. Die einzige Sache, wenn man möchte, auf der die Edelstahl-Waschbecken ein Loch bohren, dass man den zweiten Wasserhahn dort einbaut. Dort braucht man einfach eine Bohrmaschine, dass man das kann durchbohren. Das ist schon alles. Das wäre ganze Prozess. Alles andere ist wirklich sehr simpel und einfach zum Ausführen. Zweite, ja, geben. Man muss spüren, ja, jetzt bin ich bereit zu geben. Und dann geben ohne Fragen, wer ist, wer nicht ist. Ich habe schon mehrmal erwähnt, auch meine Erfahrungen sind auch überall. Das sind verschiedene Meister oder Seelen, die kommen hier und du musst testen, ob wir bereit sind, auch weiterzugeben. Spielt keine Rolle, ob mir gibt 50 Cent oder 1 Euro oder 10 Euro. Wichtig ist, dass wir das mit Liebe geben. Spielt keine Rolle. Ich habe auch ein Erlebnis, wo ein Bettler, das heißt, nein, pardon, ein Straßenmusiker, alte Mann, der hat gespielt, ja, so normal spielt, ja. Und dann habe ich meine Frau gesagt, Kissen, geht's dem in Kroatien, was das bei uns 20 Kunden ist, 4 Euro. Er sagt, bitte gib ihm das Geld. Und ja, also ich hat das gegeben. Er hat sich nicht bedankt. Er hat mich anschaut und mir hat gewinkt, danke. Das findet man nie bei einem Straßenmusiker, dass er bedankt jemandem anderen, wenn ihm Geld bringst. Aber das sind keine richtige Straßenmusiker. Das sind die Seele, die geben mit Liebe die Musik. Und dann sieht man, wer ist bereit, etwas zu geben. Aber die brauchen nicht unbedingt das Geld. Die brauchten nur die Bereitschaft zu geben. Wie kannst du Liebe geben, wenn du kannst nicht die wertlose Geld geben? Und das Wertlose sage ich, weil die normal arbeiten, 2, 3 Euro ist wirklich gar nichts. Und wenn man das sieht, dass da viele arme Leute geben mit Liebe, ist egal, wir haben nicht, aber geben mir andere Leute, weil die haben noch weniger. Die haben viel, die geben gar nichts. Die nehmen noch. Das ist das. Aber das ist das, was wir müssen spüren, wann und wem geben. Und gibt es vielfach auch Kontrolle, die uns testet. Dann muss ich selber entscheiden, sind wir bereit zu geben und zu helfen oder nicht. Ich habe schon ein paar so Beispiele durchgegeben auf den Workshop oder Live-Talk. Sind es wirklich sehr interessante Sachen, dass man sich kann auch dann, wirklich eine höhere Treppe verdienen, aber nicht, aha, vielleicht ist das Meister und dann kann ich höher steigen. Der Gedanke reicht, dass man eine Treppe zurückgehen, nicht aufsteigen. Aber wenn man kann,
intuitiv geben bitte. Wenn nicht, ist okay. Ist egal wie viel, wichtig ist mit Liebe geben, wenn man das kann. Aber wenn man spürt, Bedürfnis helfen. Das habe ich auch einmal gemacht. Eine Frau ist gekommen und wollte helfen, eine ältere oder sehr alte, sage ich so, weit über 80 alte Frau. Sie ist ganz klein gewesen und konnte nicht über die Straße gehen. Sie hat, ja, sie ist total unsicher gewesen. Und dann ist am Ampel sind wir gestanden, und dann ist grün gewesen und neben mir, das heißt auf der anderen Seite steht eine Frau und sagt, ja, ich sehe, dass Sie nicht kennen, ich helfe Ihnen. Ich sagte, nein, ich helfe nicht, ich helfe die Frau. Und dann, sie hat es nur weitergegeben und ich habe die alte Dame über die Straße geholfen. Sie ist blind gewesen und aber ohne Stock gelaufen. Und dann sind wir auf die andere Seite und wollte ich nur fragen, ob möchte, dass ich weiterhelfe, wo immer ich möchte. Und dann hat sie mir angeschaut und dann habe ich schon gewusst, das war ein Meister oder eine, ja, sage ich so, Meister aus der Shambhala. Die testet dann Seele. Ich habe gespürt, ich soll helfen. Und dann habe ich gesagt, eindeutig, nein, ich helfe. Und das ist das, man muss das folgen, was man fühlt, spürt. Und das ist einfach etwas, wo man kann nicht im Leben so einen Erfolg haben, wie wenn man so innere Dankbarkeit kriegt. Unglaublich. Aber dasselbe sage, das ist nur, wenn man spürt, ja, ich mache das mit Liebe. Sonst funktioniert gar nichts. Okay, vielen, vielen Dank. Klar, das, was du nicht mehr gemacht hast, das hängt nicht von Zeit, sondern vom Fokus. Heute sprechen wir noch ein bisschen vom Fokus. Das ist auch wichtig. Super. Vielen, vielen Dank nochmal und Vasilie, bitte. Ja, ich habe auch also die üblichen Sachen von ja, Silberei natürlich, Kanal sein, glückliche Liebessituationen, Universum, auch meinen Seelenkörper, Spazierwege, Programme in allen möglichen Schick, positives Ein-Ausatmen, auch Strichcodes wieder neutralisiert, Karma-Auflösung in Version 1 und auch in der Nacht. Seele bedanken sowieso auch, Kanal sein, Kanal göttliche Liebe sein in der Nacht, mache ich auch regelmäßig, Workshop gehört, dann, mein Kaffee schmeckt so gar nicht mehr und da werde ich auf Motivation aufbauen und anhalten oder Typ vom Preisel auf Getreidekaffee umsteigen, den muss ich mir noch bestellen. Ja, ich habe aussortiert, viel aufgeräumt, und entsorgt und also nicht nur Dinge, auch im, ja, sagen wir mal, bekannten, unter Anführungszeichen, Freundeskreis. Ich habe mich auch von Menschen distanziert, wo es ja eigentlich schon lange nicht gepasst hat und mir der Kontakt nicht gut getan hat. Anschließend habe ich mich so richtig, ja, ich habe mich wirklich befreit gefühlt, wie wenn eine große Last von mir abgefallen wäre. Ich habe natürlich das Orgonkissen auch täglich angewendet. Habe in dieser Woche vermehrt auch Gefühle, Gedanken geachtet und auch die Zusammenhänge. Ich habe mich nie an einen Traum erinnert, also in dieser Woche konnte keine Träume aufschreiben. Im Karma-Buch habe ich ergänzt, weil so langsam muss ich da vermehrt nachdenken, weil jene, welche ich da aufgeschrieben hatte, die mir schnell eben einfielen, die habe ich alle durchgearbeitet. Jetzt muss ich schon nachdenken. Und ja, das bei PDF Wiener habe ich mir erst runtergeladen. Ich habe aber noch keine Übung ausprobiert, angewandt.
Dann die Übung mit der Kerze habe ich zweimal gemacht. Ja, und dazu sollten wir ja auch unsere Gefühle dazu sagen. Ja, bei mir war es ein Gefühl von in der Mitte ruhend. Also oben ist gleich wie unten. Und die Lichtstrahlen der Kerze sah ich auch genauso nach oben, also genauso wie nach unten. Und in der Mitte war die Flamme. Es war so, ja, es war eigentlich so wie beim Kanal Göttliche Liebe sein. Die Energie geht durch und ich ruhe in der Mitte. Es war eigentlich, ja, es war gleich. Ja, und ansonsten verspüre ich den Wunsch, den großen Wunsch, eben den Kurs Organiten selber herstellen zu organisieren. Und ja, streue da natürlich eben immer Infos. Ja, und das hatte ich auch noch nie erwähnt, seit ich also die Organite und auch den größeren Organit, den Sendemasten und das Orgonkissen, das kam ja auch alles gleichzeitig. Seit ich die im Haus habe und auch die Kette trage ich täglich auch in der Nacht. Und seit ich dies alles eben da habe, ja, das ist total auffällend. Also da bin ich wirklich voll am Entschleimen. Also so richtig Reinigung. Das geht zurzeit bei mir ab. Jo, das war's. Cool, super. Auch mehrere Sachen angewendet. Klar, die Kerze muss man mehrmals anwenden. Das ist nicht ein Prozess, wo man kann schauen und dann eigene Vergleiche und innere Gedanken oder Wünsche manifestieren, sondern total einfach losgelöst, einfach rein drin zu sein, ohne Erwartungen, ohne Gedanken, ohne Messungen. Aha, ist das oder ist nicht. Erst dann kommt die reine Botschaft, das heißt, das, was das ist. Aber das ist Prozess und würde jedem empfehlen, dass er schaut, einfach, ja, wenn möglich, einen Tag, ein paar Minuten, also nicht wahnsinnige Zeit, aber wichtig ist, dass es nicht dazwischen, das heißt in Zeit von Werbung im Fernsehen oder irgendwann, weiß ich was, sondern dass man einfach einen Ausgleich hat, Auszeit von dem ganzen Elektronik, Computer und so, dass man das vielleicht vor dem Schlafen kurz macht und dann in Schlaf übergeht. Das Kerze passiert nicht, vor allem auch wenn die ganz kleinen, die sind, die brennen das 2 Stunden und fertig. Passiert gar nichts. Dass man nicht müsste noch weg sich bewegen, sondern einfach in Schlaf weitergehen. Dann gibt es nochmal eine Stufe höhere Bericht. Aber das kann man erst dann, wenn man das mehrmal anwendet. Ist nicht unwichtig, weil ist alles da als Aufgabe für höhere Ziel. Und wir können nicht überspringen, sondern müssen wir anwenden, ob man einmal pro Woche, dann geht es viel länger. Wenn man macht 4 oder 5 Mal pro Woche, wird es viel schneller erledigt. Klar, bei einem, wenn man kann loslassen, kann das in 5 Minuten, bei anderen braucht man 5 Tage oder 15 Tage. Ich weiß es nicht. Das muss jeder dann schauen, dass man ist reinkommt in dem Losgelöste. Nicht erwarte, dass die Kerze macht ganze Emotionen und Aufregung vor dem Tag hinweg, sondern dass wir schon ruhig, dass wir reinkommen, schon ruhig, Gleichgewicht, einatmen, ausatmen, Kanal zu sein und dann ohne Gedanke, ohne Gefühle, ohne gar nichts reinschauen. Ob man einschläft, macht nichts, aber das sind die reinen Erfahrungen. Okay, das ist das da und da, ja, das ist so, wenn man
Wenn ich möchte vollkommen vergifte, dann sucht man einfach die halbe Gewicht, halbe Gift und dann nach dem halben Gewicht ein Drittel Gift und dann tun wir auch die Gift aufgeben, weil ist alles in dem Sinne für uns nicht notwendig und gibt es auch keinen Vorteil von dem, außer die Abhängigkeit. Eine oder andere kann sagen, okay, brauche ich nicht mehr, hat eine Sekunde loslassen und hat sich erledigt. Andere braucht immer Ersatz, dass man einfach wie Stufe macht, langsam immer nach unten, nach unten, nach unten. Funktioniert auch, viel, viel länger braucht, dass man loslassen kann, aber ist auch weg. Das heißt, nicht der schnellste, aber ist auch ein Weg. Ich will mehr Emotionen und Kraft da, man braucht viel mehr. Wenn man einmal entscheidet, nein, dann ist fertig. Aber man muss immer entscheiden, möchte man langsam oder schnell das erledigen. Beides ist okay, wichtig, dass man Erfolg hat. Klar, beim Selbstheilung gilt nicht das. Hier beim Spirituellen, man kann einfach die Stufe selber entscheiden, wie schnell das geht. Klar, viele Sachen gehen verloren, unsere Übungen. Nicht weil man das nicht notwendig hat, sondern weil man nicht genug Fokus trainiert. Aber das ist, ich sage jetzt, ist auch letzte Zeit, dass man mehr Fokus übt. Das heißt, dass man mehr in verschiedene Fokusse gleichzeitig arbeitet, weil nach Jahr, vielleicht halbes Jahr, vielleicht mehr oder weniger, wird Zeit einiges schneller. Dann nützt gar nichts, das, was wir jetzt machen. Weil wir können nichts machen. Wir kriegen nicht einmal pro Tag eine Übung, weil fehlt Zeit. Das heißt, wir müssen schon jetzt ziemlich schnell beherrschen den Fokus, das heißt gleichzeitige Arbeit in mehrere Fokus. Das geht's. Das heißt, wir haben schon gemacht 30, 40 Fokus gleichzeitig, ohne irgendeinen Stress. Und viele Leute machen heutzutage eine, zwei, drei Sachen und sind schon außer Atem. Geschweige, dass der eine oder der andere macht nur eine einzige Sache und ist schon weg vom Balance. Aber wir sind hier auf dem spirituellen Wachstum und machen wir das bewusst, das heißt noch mehr Fokus gleichzeitig. Ich tue das nicht in Einzelnen nochmal erklären für Ben und Wally, weil wir haben das auf einem Workshop gemacht und ich würde gerne, dass die Preiselbeere schickt Link oder die unsere letzte, das heißt bisherige Workshop, dass die können dann das nachholen. Dann kommt die Frage. Und dann gehen wir das durch die Übungen, die man macht. Dann kommen da auch verschiedene Fragen, dann gehen wir beantworten und dann gehen wir weiter. Aber mir geht es um das, dass wir Fokus, Fokus, Fokus üben, weil das ist die Voraussetzung, dass man nicht aus Rhythmus, aus der Atem kommt, aus Balance geraten, weil wir uns nicht können trennen vor einem. Das heißt, wir müssen auch loslassen können, Einspuren,
oder einspurig zu arbeiten und dann sich begeben auf die mehrspurige Arbeiten, gleichzeitig arbeiten. Weil meistens sind Gedanken arbeiten und wenigstens sind die manuelle Ereignisse, die wir müssen zustande, ob ihr Auto fährt und gleichzeitig isst oder trinkt oder gleichzeitig noch 10 andere Gedanken macht, das ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. Aber es ist wichtig, Fokus, Fokus, Fokus trainieren. Noch etwas. Bitte im Moment jede Woche nur einmal. Kontrolliere Pyramide. Aber wie kontrollieren? Auge zu. Schauen, wo Pyramide ist. Und auf dein Blatt oder auf Bleistift spielt keine Rolle. Richte parallel mit die eine Seite von Pyramide. Auge auf. Ein Kompass ist nur eine App zum Downloaden. Ist kostenlos alles. Ein Kompass nicht auf den Tisch stellen, sondern in Luft, circa 30 cm vor irgendeinem Metallteil. Und dann schauen, wie Kompass zeigt. Muss stimmen. Stimmt immer, wenn man das richtig gemacht hat. Wenn das nicht stimmt, dann bitte nochmal Kanal zu sein, einatmen, ausatmen. Gleichgewicht, noch einmal manifestiere die Pyramide und Befehl geben. Nicht messen, sondern nur Befehl geben. Eine Seite sollte immer Nord-Süd-Pol zeigen. Das reicht. Und dann wieder eine Woche später Kontrolle, Auge zu, schauen, wie zeigt die Pyramide. Und dann kontrolliere, ob das richtige Richtung ist. Wenn nicht stimmt, bitte hier auf dem Workshop das geben, dann können wir schauen, ob und warum und wieso ist das nicht ausgerichtet gewesen. Aber dann können wir schauen, direkt wie jede. Das ist wichtig, weil das da unsere klar jeden Tag ein paar Mal unsere Silberei machen. Kanal zu sein, wäre die 1000 Mal pro Tag zu wenig, aber schaut so viel wie möglich das bewusst zu spüren. Man muss nicht sagen, nicht denken, sondern nur spüren. Das ist nur ein Fokus mehr. Nur spüren, dass wir Kanal sind. Das reicht. Ja, das ist ein kurzer. Vielen, vielen Dank. Und okay, Polly, bitteschön. Ja, auch ich habe etwas, einiges abgearbeitet. Ja, Arbeit ist es ja nicht, sondern ich habe es auch gern gemacht. Und zwar hatte ich die Wiener Massage, die Preiselbeer netterweise mir geschickt hat oder uns geschickt hat, eben viermal anwenden können. Das habe ich morgens gemacht, wie empfohlen. Und ja, ich habe nicht groß was gespürt, also mir ging es auch gut. Also ich weiß nicht, ich habe vorher kalt und warm geduscht, das mache ich immer. Mir ging es eigentlich ganz gut, aber ich mache es trotzdem. Ich mache das jetzt einfach weiter. Das ist so eins meiner Sachen, die ich morgens machen werde. Und dann habe ich zum ersten Mal Träume notiert. Ich habe vieles nicht mehr, fiel mir nicht mehr ein, aber du hattest ja mal in deinen ersten beiden Workshops, die Preiselbeer zusammengeschnitten hat, erzählt, dass die Antworten noch kommen, der einzelnen Träume und dadurch auch der Traum wieder ins Bewusstsein gelangt. Und so habe ich es auch notiert, dass irgendwann der Traum kommt denn schon. Teilweise hatte ich auch sogar zwei Träume hintereinander. ja, da Bruchteile konnte ich dann notieren.
Und ja, einmal, ja, da habe ich nicht geträumt, aber sonst jeden Tag und teilweise eben zweimal. Dann, ja, wie eben schon erwähnt, habe ich die ersten beiden Workshops-Ausschnitte angehört. Die fand ich auch sehr gut und ja, und einiges eben schon übernommen, aber ich weiß auch gar nicht mehr alles, wenn ich ehrlich bin. Das mit der Kerze, da habe ich leichte Probleme gehabt. Die Fokussierung auf die Kerze, die habe ich ohne Linsen, also auch ohne Brille gemacht. Ich bin stark kurzsichtig, noch. Und da fingen meine Augen doch an zu brennen. Also ich konnte da 5 Minuten, konnte ich da reingucken. Ich habe das insgesamt dreimal gemacht und ja, ich muss dann noch Übungen nach reinbringen und vielleicht mal die Kontaktlinsen weglassen. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Und ja, ich habe mal, was ich jetzt demnächst mache, ist ja ein Pulsmesser bestellen und eine Waage. Und ja, Wasser trinke ich sowieso immer viel und ich weiß auch immer ungefähr wie viel. Die packe ich dann in Edelstahlflaschen ohne Gifte in den Plastik. Und das sind im Durchschnitt 3,5 Liter trinke ich. Also morgens gleich 1 Liter und dann während der Arbeit dann so 2 Liter und dann zum Schluss nochmal zum Abend hin noch so einen halben Liter. Das ist so, ja, das ist so, jetzt hat sich so eingelaufen. Und ja, ich esse wenig. Die letzten beiden Tage habe ich nur ein paar Nüsse gegessen. Ich bin gerade im Umziehen. Das heißt, ich spachtel eher die Wände und arbeite was an meine Wohnung, dass sie schön wird. Und ja, komme eben nicht zum Essen und ja, dann esse ich eben auch nicht. Und ansonsten essen tue ich sowieso erst, ja, erst nach der Arbeit, so 19 Uhr. Das ist langt mir. Vorher trinke ich nur Wasser. Eigentlich, das ist genug. Ja, ich habe bei Nikola vor einem halben Jahr mal Orgoniten bestellt und fühle mich die mit denen auch ganz gut. Die sind dann, führe ich dann im Wagen rum und nehme es jetzt irgendwie die Energie ganz anders auf, weil ich jetzt vielleicht auch die Workshops mache. Es ist mir eben vieles wichtiger geworden. Ja, was denn noch? Ach ja, was ich jetzt mache, jetzt ich wohne jetzt alleine in der Wohnung. Ich stelle nachts den Strom an der Sicherung aus. Ich benutze hier kein WLAN. Ich mein Handy mache ich Akku raus und ja, das möchte ich einfach jetzt mal so anwenden. Ich glaube, das war's soweit. Ja, ich denke mal, das langt. Okay. Super, vielen, vielen Dank. Das ist schon einiges. Klar, du kriegst sowieso alle bisherige Workshop von Preiselbeere und dann kannst du einen nach der anderen, ob Reihenfolge stimmt, spielt keine Rolle, Reihenfolge. Wichtig ist, dass man alle langsam durchnimmt. Ob man noch eine zusätzliche oder zwei pro Woche macht, hängt von dem, wie viel man Zeit hat. Wichtig ist die Übungen durchmachen, nicht nur verstehen, weil von dem kann man nichts, wenn man es versteht, aber wenn man das durchführt, die Übungen, das ist Hauptsache. Und dort kriegst du noch ein paar Kleinigkeiten in dem Bereich, was du schon sowieso machst, zum Ausbessern, dass ich jetzt nicht muss alles wiederholen. Und ja, freut mich, dass du das spürst, die vom Wasser, wenn du noch ein paar Kleinigkeiten das anwenden, dann wird das nochmal wesentlich effizienter. Das, was du wenig isst, ich habe auch letztes jetzt 3 Wochen nicht gegessen und jetzt seit 2 Tagen esse ich, weil ich bin überhaupt nicht glücklich. Aber ja, aber ist Familie glücklich, weil wir sind zusammen und so. Ich fühle mich 1000 Mal wohler, fitter, kräftiger, ohne zum Essen. Nur mit Wasser. Aber das ist einfach etwas, was man kann dann später noch einmal anwenden, wenigstens einmal pro Woche, dass man das anwendet, dass man auch die innere Kräfte mit dem besser in den Griff bekommt. Aber das machen wir sowieso immer mehr und mehr so Sachen. Das heißt, alle Übungen, die wir gemacht haben, trotzdem, was viele vergessen,
alle sind immer aktuell. Dass man sich nicht mit, aha, das und das. Und die Wiener Massage ist einfach nichts anderes wie ein kleines Hilfsmittel für uns, die können wir eine oder mehrere Übungen machen. Das ist jedem frei gestellt. Wichtig ist, dass man etwas einfach für seinen Körper tut, mit Liebe tut. Nicht, dass man alle 12 das macht, weil man werdet nicht deswegen alles erreichen, sondern dass man das, was man spürt, aha, jetzt möchte ich das tun, dann machen. Einmal nützt nicht viel, sondern regelmäßig, dass man sie macht, dass man macht so, dass man sagt, okay, mache ich die eine oder zwei oder drei die Woche, dass ich spüre, wie das funktioniert. Nächste Woche wieder ein, zwei oder drei oder vier. Man muss nicht 12, weil wird viel zu chaotisch. Weil jetzt nicht, aber wenn kommt zu Veränderungen, dann werden viele weggehen von dem da, weil sind noch nicht bereit, alles loslassen. Und mit der Wiener Massage passiert das, dass man kann wirklich ziemlich schnell die Sache loslassen. Das heißt, man kriegt die Bewusstheit, dass man das kann. Aber viele, die möchten das, sind noch nicht bereit. Dann kommt es zu irgendeinem Krampf. Ich will und trotzdem nicht. Wie das, wenn man sagt, ich will rauchen, aber ich weiß, ich darf nicht rauchen, weil, und dann ist das Kampf drin. Und das ist das, was ich nicht möchte, dass es so schnell kommt. Entweder, dass man es sofort macht und ein Strich und fertig. Genauso wie mit dem da. Mache, okay, bin ich bereit, also zu loslassen, aber immer nehme ich die gute oder die ideale Eigenschaften für meinen Körper. Wenn man bereit ist, dann gibt es einfach die riesige Umstellung, vor allem innere, auch für äußere, und dann sind wir schon auf der höheren Stufe, bewussten Stufe, und dann muss man sich dort etablieren, und wenn man das tut, dann ist wieder ein Lernprozess von vorne. Ist nichts anderes wie in Schule. Nächste Klasse ist gleiche Schule, gleiche Lehrer, aber andere Stoff. Und die müssen wir auch durchgehen. So ist es auch hier. Wir müssen auch im höheren Bereich viele andere Sachen machen. Wenn man das gemacht hat, dann geht es wieder noch nächste und nächste. Aber wenn wir das nicht fertig haben, dann geht es nicht weiter. Dann tue ich mir dort bleibe, solange wir nicht das alles erlebt haben und bewusst in uns haben. Weil viele sagen, ach, das ist mir jetzt bewusst. Das ist nur ein kleines Hilfsmittel, das man gern hören, aber das ist noch nicht die Wahrheit. Das tun wir unseren Workshop noch weitergeben, wie das funktioniert, dass man nicht denkt, aha, jetzt habe ich meine Träume geschrieben und jetzt bin ich schon Guru. Nein, auch wenn keine Träume da sind, das heißt gar nichts. Wir haben Tagesträume und dort sind auch dann sehr wichtige Sachen. Das ist das, was man darf nicht vergessen. Sofort, wenn eine Idee oder ein Gedanke kommt oder ein Bild oder was immer, eine Antwort, schnell aufschreiben oder aufnehmen auf dem Handy. Das ist das. Das ist sehr wichtig. Das wechselt einmal innere Träume und dann wieder Schwerpunkt äußere. Ab und zu wird gemischt und dann kommt vielleicht ein paar Tage, wo gibt es eine oder die andere nicht. Aber nicht Gedanken machen, das ist ganz normal. Aber wichtig ist, dass wir immer bewusst sind, was passiert. Super. Vielen Dank für deine Erlebnisse. Klar, gibt es immer mehr und mehr. Je mehr und weiter wachsen, umso leichter wird uns
offen zu sein, ehrlich zu sich selber und zu anderen. Das ist das. Man wird einfach vollkommen frei. Vielfach meine Familie hat das nicht bei mir gern, weil ich bin ehrlich und da habe ich nicht gern so Hinterspiele oder ich sagte, wenn ihr das möchtet, macht, aber lass mich raus, weil für mich existiert nicht Lüge oder nicht so etwas Hintergrund mache. Ich sage so und fertig. Wenn passt, gut, wenn nicht, ist wieder gut, weil ich bin ehrlich und bleibe ich so. Wenn das man kann akzeptieren, okay, wenn nicht, ja, ist auch wieder okay. Ich bin immer zufrieden, weil ich bin ehrlich da, was ich bin. Aber das ist das, was man müsste vielfach noch akzeptieren bei sich selber. Und wenn es klappt, dann wird jetzt wirklich sehr schnell, schnell aufwärts mit unseren bewussten inneren und äußeren Erlebnissen. Okay. Ich möchte heute nicht allzu lang, weil ich bin hier in Österreich und dort sind auch nicht Möglichkeiten so wie bei mir in Kroatien, wo kann ich 20 Stunden meine Workshop weiterführen bis zum Unendliche. Das werden wir heute ein bisschen das schrumpfen. Aber das, was bis jetzt gemacht haben, ist wirklich super. Klar, wir haben heute etwas Zeit verbraucht für auch sehr wichtige Sachen, die wir nicht aufgenommen haben, aber das sind so organisatorische oder so kleine Sachen. Und die Erlebnisse ja, sind immer mehr und mehr. Wir haben schon eine Stunde für die Erlebnisse gehabt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist ziemlich viele Sachen und Fokus habe ich gesagt, Pyramide ist sehr wichtig. Ich tue nur kurz erwähne Intuition nicht vergessen. Das sind so Sachen, die sehr, sehr aktuell sind. Ich möchte nur kurz noch erwähnen, im Bereich von Manipulation in unserem alltäglichen Leben, nicht nur täglicher, sondern nächtlicher auch, dass die auch Orgonite haben, das fängt neue Lebensabschnitt in dem Unbewussten. Im Bewussten auch, aber braucht ein bisschen mehr Umstellung, weil Orgonite bringen in die ganze Umgebung die einen neuen Schub, die positive Energie auf die ganz andere Art. Und damit tun wir es dann subtil verändern, weil sonst geht es nicht. Viele wünschen sich, ach, ich möchte von morgen einfach ein ganz anderer Mensch zu sein. Das wäre für 99% von Menschen sehr, sehr schlecht. Das heißt, wäre viel zu großer Schock. Und deswegen gehen wir auch so subtil zu den Veränderungen, weil ist auch so besser. Nicht für jede, aber für meiste Leute. Und wichtig ist, für die, die haben schon Orgoniten, dass die mit ihnen leben, ehrlich sein, offen sein. Vor allem, wenn man in Nähe von Orgonite ist oder wenn man eine hat, bitte nimmt er ins Schlafzimmer, bitte in dem Arbeitszimmer oder dort, wo man zur Zeit ist, ist schon ein Arbeitsaufwand, ein Stück mitnehmen, weil dort ist mir eine Familie, das ist ein göttliches Wesen, das ist nicht nur ein Stein, wie man sagt, oder ein Orgonit, das ist eine beseelte Objekt.
Dort ist so viel drin, viel mehr, wie man am Anfang denkt. Die Lernorganite machen dann, erst wenn die selber machen, dann seht ihr, das sind so viele Sachen, was noch fehlen. Und das ist das. Wir müssen mehr können geben. Auch wenn man Organit hat, dann wir einfach Beziehung zu dem haben. Auch mit Organitkissen, der hat so viel Sachen drin, aber wir müssen das erst spüren, dass das eine Seele ist, mit der können wir kommunizieren, weil das Göttliche in ihm schon drin. Das ist kein Mensch, aber ist eine Seele, beseelte Objekt, sage ich so, weil es künstlich hergestellt, aber er lebt. Wir können ihn hassen und wir kriegen das hundertfache zurück. Wir können ihn lieben und wir kriegen das auch hundertfache zurück. Man muss ja, weil die Kissen sind nicht gemacht nur für eine Art von Menschen. Gibt es organische Portale, auch andere Wesen, die haben Probleme. Und wenn ich jetzt für die so mache, dann wäre ich einfach eine von Manipulatoren. Und dann haben wir noch eine mehr auf der Erde. Und das darf man nicht, eine göttliche Seele darf das nicht. Oder vor allem eine bewusste Seele. Für jede sollte gut sein. Nicht nur für die, die meinen, dass sie gut sind. Nein, alle sind göttliche Seele. Alle brauchen die Bewusstheit, göttliche Bewusstheit. Und das ist das. Wir kriegen das. Jeder kriegt genau, was er braucht. Für die, die später möchten, einfach größere Organite. Nicht, dass die denken, ach, das stelle ich wie einfach in die Ecke eine Figur und die sollte wirken. Die wirkt ja. Aber wenn wir eine Beziehung zu dem Objekt haben, dann wird er hundertfache besser, stärker, effizienter. Das darf man nicht vergessen. Das sind Lebewesen. Und das ist sehr wichtig, vor allem wenn man auch die größere außerhalb von Haus Objekte haben, dann oder das heißt die Organite. Die strahlt unglaublich starke Energiefeld, positive Energiefeld. Und die Energiefelder werden reduziert. Und negative Kräfte haben das nicht so gern, weil die Organite im Prinzip dort vernichte ihre negative Einfluss. Nicht vernichte in dem Sinn, sondern umwandle in ganz etwas anderes. Das ganze Negative geht im positiven Bereich. Und die können sie dann wehren. Und na, auf der innere und äußere Ebene. Aber keine Angst. Ich gebe nur Informationen, dass die nicht Leute irgendwo im Internet etwas lesen und dann kommt Panik und Angst. Man braucht nichts von dem. Ich habe aber hunderte von Organite in meinem Haus, die ganze Zeit mache und herstelle oder Workshop. Und dann haben wir die große Cloudbuster, die sind unglaublich stark. Ab und zu, wenn Workshop 6, 7, 8 Stück, passiert nichts. Aber der ganze Vorgang, was tun, wie das tun, man muss uns schützen. Dann, das heißt, das schützende Gebiet, und dann ist alles okay. Dann haben wir die vollkommene Erfolg, und die andere Seite tut sich weg von dem Gebiet dann ziehen. Das ist noch kurz vor dem manipulative Teil. Aber man darf nicht vergessen, ist egal, wie wir stark sind, die andere Seite
wird immer stärker. Wir dürfen nicht einschlafen, weil die Macht von der Frequenz wird immer stärker und stärker. Ich habe schon gesagt, 15, 17, aber zu 20% von der Leistung bringt schon, aber noch nicht mehr. Vor 2, 3, 4 Jahren ist 5-7% gewesen. Was wird nächstes Jahr oder im nächsten Jahr vielleicht 30, 40, 50, 60%? Sind wir bereit? Noch nicht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir bereit sind für die höhere Frequenzbereich. Und deswegen mache ich auch so viel Workshop und so viele Informationen, dass man sich kann rechtzeitig vorbereiten. Auch mit dem Fokus und alle anderen Sachen sind wirklich unglaublich wichtig. Weil wir machen das nicht, weil das morgen notwendig ist, sondern dass wir schon für den nächsten Schritt vorbereitet sind. Und der nächste Schritt kann dann wirklich sehr schnell kommen. Und ich möchte nicht, dass man in Eile was machen, mehrere Sachen oder viele Sachen, dann kommt sowieso keine zu Schlag, weil kommt zusätzlich Panik, Verkrampfung, Angst und dann ist sowieso Erfolg fertig. Das heißt, zum Misserfolg geworden. Deswegen wäre ich wirklich glücklich, dass man das ernst nimmt. Weil das ist für viele auch so Zeitvertreib oder ja, macht mir Spaß, ich bin besser und so. Hier geht es um viel, viel mehr. Tausendfache mehr. Aber wir können jetzt nicht die Ende sehen. Und geht es nicht um irgendeine Katastrophe oder irgendeine, was immer. Wir brauchen keine Angst haben. Aber entweder haben wir Erfolg oder haben wir keine. Hälfte nützt keinem. Weil man möchte in dem Leben und dem Leben nicht bis Ende des Lebens. Dieses Leben geht es für viele viel kürzer. Nicht, dass die sterben, sondern die Zeit, dem Ende von diesem Zeitalter ist nicht weit. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, weil ich entscheide gar nichts. Ich kriege nur Informationen. Kann das sein, ein halbes Jahr, Jahr, zwei, drei, 10 Jahre? Kann auch zwei der Tag sein. Aber das, was man tut, dass man mit Liebe tut, für eigene Wachstum, das hängt nur von jedem von euch, ob er jetzt erreicht den Punkt, wo man sagt, okay, du bist so weit. Und dann kannst du entscheiden, in dem Leben oder nach dem Leben in eine nächste oder höhere Stufe zu gehen. Aber wenn man macht, so, mal ja, aha, zwischen mache ich etwas Wichtiges, meine Arbeit und Familie und Freunde und Sport und was immer. Und dann irgendwo Loch zu finden, ein bisschen noch zu dem spirituellen Wachstum oder Schutz und so im Alltag zu tun, dann ist ganz klar, dass es ist verurteilt noch für nächste Erleben hier auf der Erde.
ist da keine Strafe, ist nur Verdienst. Weil wenn man dich in dem Leben macht, machen wir nächste oder im nächste. Darf man nicht ansehen wie eine Strafe, sondern einfach ein Weg. Das ist ein längerer Weg, weil wir würden nicht jetzt arbeiten auf 15, 20, 30, 50 Fokus, sondern nur eine Arbeit zu zwei. In dem Bereich kommen wir weiter. Wenn man nicht im spirituellen Bereich gearbeitet haben genug, weil ja, haben wir keine Zeit. Haben Fernseher, Radio und verschiedene Medien. Wenn das alles durch ist, dann finden wir noch ein bisschen Zeit für das da. Das reicht nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen längeren Weg gehen. Nochmal ein, zwei, drei und mehrere Leben. Aber die anwenden die Sache, weil ich habe das nicht ausgedacht. Das kriege ich von eurer Seele. Ich muss mir nicht ausdenken, wer wo was kann. Weil jeder kann das. Nur wenn er das als Priorität setzt. Weil ich arbeite genauso gleich in Innere und in Äußere. Und ich habe kein einziger Minuspunkt innen oder außen. Viele Leute, die machen die Workshop, arbeiten ganz normal in Familie, in Haus oder Haushalt, in Firma, in Sport, in irgendeinem Verein und in verschiedenen Sachen. Aber die haben gesagt, okay, warum soll ich jeden Tag so viel Fernsehen, jeden Tag im Café so lange sitzen, ich kann das Kaffee trinken und 10 Minuten, 20 Minuten, aber jeden Tag. Ich muss auch nicht schlafen 12 Stunden, ich kann das 4 oder 5 Stunden. Und wenn mein spiritueller Weg richtig anwendet und die Übungen, da braucht man nicht ein paar Stunden zu schlafen. Und dann kann man nicht sagen, ich habe keine Zeit. Da haben wir vorig Zeit. Nicht nur das, sondern wenn man auch mehr Fokus gleichzeitig anwenden, dann kann man nicht sagen, ach, ich habe nicht genug Zeit gehabt. Warum nicht? Weil du hast nicht genug Fokus anwendet. Das ist das, wir können wirklich sehr viel effizienten alles machen. Ohne Stress, wenn man anwendet, die ruhige Atem, Ausatmen, in Gleichgewicht kommt, Kanal zu sein, so Problem sein, gibt es keinen Stress. Alles kann man erledigen, wirklich alles. Und wenn man auch Manifestationen oder die Affirmationen richtig anwendet, dann ist nochmal zusätzlicher Erfolg. Wenn man göttliche Liebe schickt, alle Situationen, da haben wir nochmal einen Schub von 200-300%. Was sollen wir mehr? Wir haben so viele Möglichkeiten, unser ganzes Leben so enorm steigern. Viele sagen, ach, das ist leicht. Durch Pension, schön gemütlich. Ich brauchte jetzt mittlerweile 2 Stunden nur aufzählen, was ich alles mache. Und das ist nicht angeben, das ist Beispiel, ja, man kann. Wenn ich sage, dass ich 3 bis 4 Mal nur Vorträge halte, und das sind nur die, dann haben wir noch mehr Telefon, noch mal Mail, noch mal Facebook. Und das sind so Nebensachen, sage ich so. Was ich noch den ganzen Tag tue, nicht nur im Planen, sondern in dem Bereich, wo ich arbeite, dann brauche ich noch mal 200-300 Jahre mehr zu leben. Als normale, die anwendet nur ein Fokus.
Aber geht's problemlos. Und ich bin nicht in Stress. Ich muss nur meine Zeit einfach einteilen für die Sache, wo ich muss irgendwo anwenden mit anderen Leuten. Und gleichzeitig mache ich mal weiter. Ich mache auch jetzt im Moment gleichzeitig schon ein paar Sachen. Aber geht's? Das ist das. Ich bin nur ein Beispiel. Ich bin kein Einzelfall. Jeder von euch kann das machen. Nur brauchen wir ein bisschen die Anlaufzeit, sage ich so, dass man reinkommt und dann funktioniert das los. Das ist nichts anderes wie loslassen. Sobald man wirklich versteht das Wort, das Begriff oder Ereignis, sozusagen, in unserem Körper, wenn ich sage loslassen, da gibt es keine Bindungen. Ich kann nicht, ich komme nicht dazu, ist schwer, wow, wie kann ich das erreichen? Wenn das nicht existiert, dann gibt es nur die andere Zeit, Erfolg, ich kann alles. Das ist das. Sicher, das gibt es immer irgendeine Grenze, aber nicht Grenze bei 21 oder 50 Fokus. Vielleicht mit 80 oder Fokus können wir im Moment auf der Grenze und dann müssen wir das über, dass man kommt noch mehr. Geht's. Geht es problemlos. Wichtig ist, ja, mache ich oder lasse ich mich manipulieren. Ich möchte nur erwähnen, ob man einen Computer hat. Manipulativ sowieso durch Medien, was wir dort alles gerne abhören und sehen. Gleichzeitig sehen die uns auch, ob sie einen Computer abstellen. Die Kamera funktioniert, Mikrofon funktioniert, genau das gleiche. Weil Software entscheidet, was wird 24 Stunden wach und was nicht. Einziger, wenn man Strom aussteckt beim Computer, funktioniert dann nichts. Beim Handy, ob sie beim Handy eine, das heißt, wenn sie abstellt oder nicht, spielt keine Rolle. Einzige ist, wenn man die Pufferbatterie, kleine Dings ausnimmt, aber das ist mühsam jeden Tag, das tun. Deswegen gibt es auch wir haben jetzt auch das auch von der Firma, man kann kaufen in Amazon, wir haben auch übernommen Zweig von dem Produkt. Ich kenne jetzt auch die Hersteller selber von Deutschland. Funktioniert phänomenal. Meine Hülle, wo habe ich bei ihm gekauft, wenn man rein tut, Handy, gibt es kein Netz mehr. Es gibt zwei Abteilungen. Eine ist, das mich schützt, aber trotzdem kriege ich Empfang. Und zweite Hülle, ob ich dem Handy abstelle oder nicht, gibt es keinen Empfang. Null. Aus der Hülle raus und dann kommt ganze Nachrichten rein. Vorher nicht. Warum? Wir haben 24 Stunden eingeschaltete Handy, meiste Leute, und telefonieren vielleicht 10 Minuten, 20 oder eine Stunde, sage ich so. Okay, die Stunde, wenn man telefoniert, wird man nicht einfach reichlich bestrahlt. Die bewusst telefonieren, entweder mit dem Mikrofon, halb Meter weg vom Handy vom Körper oder mit Kopfhörer. Keine drahtlose, das ist nochmal Verstärkung. Nie in Auto telefonieren mit Handy ohne Kopfhörer. Oder die
die Gegensprechanlagen. Nie mit Handy so telefonieren, weil ist wie Fadenkäfig wird reflektiert, dass unglaubliche Energieschub oder negative Energieschub. Sagen, das ist so Kleinigkeiten, weil die kleine Etui kostet, glaube ich, zwischen 15 und 20 Euro, so etwas, weiß ich nicht, Preise jetzt. Jede, auch billigste Hülle kostet auch so 15 bis 20 Euro. Die haben keinen Schutz, das Schutz nur, dass man sich verkratzt, aber das, was strahlt, ist null. Auch jedem tue ich später sagen, was er tut, dass man sich schützt, wenigstens vor Strahlen im Haus. Es sind noch ein paar Sachen, die ich muss testen. Auch sehr günstige Sachen, vor allem unter Bett oder unter Bett, dass wir können wenigstens etwas anwenden für unsere Wohlbefinden. Nicht, dass man sofort gesund kann leben und naja, aber wir können einfach sich schützen so gut wie möglich. Weil ich arbeite jetzt aktiv auf dem Bereich Schutz im Alltag und das will ich auch weitergeben, dass man es selber kann auch anwenden. Nicht nur das, was Werbung gibt, sondern ich tue die alle Sachen testen. Auch mit den elektronischen Geräten, wie die genau die Frequenz weitergeben, was kommt durch, was nicht, wie viel. Und wenn ich ein Signal gebe oder eine Frequenz, die ich kann reingeben, und wenn die kommt mit 10, 20, 30, 40 oder 80 oder 90%, dass die Material auch standhält, nicht, dass es wieder durchgeht. Ist schon eine sehr, sehr aufwendige Arbeit und ja, gibt es wahnsinnig viel, sehr viel Arbeit, dass man das findet, weil leicht ist, sagt, okay, kaufst, dort gibt es Schutz gegen die Strahlen, kostet 1000, 2, 3, 1900 Euro, nur eine so kleine Baldachin ist schon ein paar Meter Stoff, aber ist enorm teuer. Deswegen gibt es auch Kompromissmaterialien, aber die müssen wir testen. Die kostet einen Bruchteil, aber man muss das testen und man muss auch bewusst anwenden, sonst nützt nicht. Ja, das ist so kleine Sache, die möchte ich einfach weitergeben. Weil heute haben wir nicht längere Zeit die Manipulation behandeln, weil unglaublich viele Sachen sind wieder reingekommen, kommen die ganze Zeit neue. Aber ihr kriegt rechtzeitig alles, was möglich ist im Moment. Und ich möchte kurz zum Zeitwende erwähnen. Ja, Zeit eilt. Wird sehr viel in unsere Zwischenerdbereich. Das heißt, wir haben Bewohner in dem Bereich zwischen die hohle Erde, das heißt Agartha, und unsere Oberfläche. Drin sind in dem Bereich von 20, 30, 40 Kilometer. Es wohnen circa zwischen 25 und 35 verschiedene Zivilisationen. Einige sind mit uns wirklich sehr verbunden und andere sind im Gegenteil. Die möchte überhaupt nicht mit uns zu tun haben. Als richtige, auch
Grund, sage ich so, ja, begründet, sage ich besser, weil wir sind hier wirklich vollkommen in eine negative Bereich geraten. Sind meist Leute vollkommen manipuliert und spielt nach dem negative Pol. Und die zerstören einfach die nicht Welt, aber unsere Umgebung. Weil wir kennen nichts Erde, auch nicht unsere Schicht, das existiert gar nicht in dem Sinne so. Wir können nichts vernichten. Es vernichtet nur se sich selber und Teil von Natur. Aber Erde passiert in dem Sinne nicht, weil genau das Gleiche hat von 5.500 Jahren oder 11.000 Jahren oder 3 Millionen Jahren genau das Gleiche passiert. Das ist ganz, ganz normaler Vorgang. Deswegen braucht man keine Angst, dass die Erde kaputt geht oder so. Nein, jetzt so zur Zeitwende wird ganze Erdteile sich bewegen, neue Kontinente, neue Bleche, wird viel Sache reinigen. Auch viele Menschen gehen unter. Aber nicht vom Naturkatastrophe, wie man denkt oder wie man viel einmal liest oder hört, gar nichts. Für das haben wir alles selber verschuldet und müssen wir auch die Verantwortung tragen. Viele sagen, ach, der Abfall, niemand sieht, schmeiße ich. Ach, das tue ich einfach, die Öl in Erde. Sieht sowieso keine und solche tausende Sachen passieren, kommt nicht sofort zurück. Kommt zurück. Das heißt nicht, wenn dich das nicht getroffen hat, in dem Moment, in der Stunde oder im Tag, kann auch 5, 10 Jahre, 20, aber wenn zurückkommt, dann kommt genau dort, wo du einfach empfindlichst bist, dort wo am meisten schmerzt. Und das kommt nicht von irgendeinem Manipulator oder irgendeinem Gott oder was immer oder Teufel oder ja, das kommt nur von deiner Seele. Gibt es keinen Betrug, existiert keine Möglichkeit, dass du kannst jemand betrüge oder etwas verschweige oder gar nichts. Existiert noch. Deine Seele weiß alles. Nicht nur, was du denkst, sondern auch, was du im nächsten Tag oder ein Jahr machst. Also es gibt kein Geheimnis. Wir denken das so. Oder? So erleichtert uns unsere unbewusste Leben. Aber passiert nicht Schlimmes oder Schlechtes, sondern wiederholt sich immer genau das gleiche. Das ist wie ein Uhr. Nach 12 kommt 1, 2, 3 und wieder nach 12 Stunden kommt wieder 12. 1, 2, 3 und so weiter. Wiederholt sich. So ist es genau auf der Erde. Wiederholt sich. Nur hier haben wir den Vorgang, dass sich bei jeder Wiederholung wird alles regeneriert, wieder auf Null gestellt und dann geht wieder weiter. Und die glauben, dass dann nach 100 Millionen Jahren das oder das passiert ist, das ist einfach so lächerliche Masche von unserer Wissenschaft. Die kennen sich 1 Million Jahre, aber die wissen auch nicht mal, ist das 1000 Jahre oder 1 Million Jahre, weil das ist nur so eine Waage mit den Test. Auch ein sehr gutes Beispiel in China ist vor, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Jahre, vielleicht etwas weniger, nein, weniger, glaube so 7, 8, 9 Jahre, ein riesiger Spalt in Erde entstanden.
Prinzip ein Spalt, der ist vergleichbar mit dem Grand Canyon in Amerika. Und dann sind, wo haben wir das gehört, dass so etwas passiert ist. Dann sind viele Wissenschaftler dort gegangen und Erdprobe genommen, Gesteine und. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist nicht wahr. Das ist irgendeine Lüge, weil die Gesteine zeigen, dass das so jetzt ist, schon Millionen Jahre ist. Das ist nicht jetzt passiert. Was ist unsere Wissenschaft dann? Und Leute, die dort wohnen, hunderte Jahre oder Generationen in der Nähe, wisset, ob gibt's ein, weil das, wenn das ja ein Loch von 10 Meter wäre, man könnte sagen, okay, vielleicht irgendwie ist untergegangen. Aber ein großer Spalt, der ist Kilometer lang oder einige Kilometer, ich weiß es nicht genau, wie viele Kilometer ist lang, aber riese. Man kann nicht versehen, übersehen, so besser zu sagen. Aber passiert auch so. Man zeigt nur, dass unsere Wissenschaft nicht das nicht weiß, aber sehr wenig weiß. Und die Beweise, was die machen, das sind sehr vage. Aber sind einzige Stützpunkt für viele und ich glaube. Deswegen sage ich, nicht folgen Medien, gar nichts. Ist egal, was die sagen. Weltuntergang oder Atomkrieg, alles ist vollkommen unwichtig, was die sagen. Wir haben unseren Weg. Nur das da ist für uns wichtig. Alles andere ist da, das uns von dem Weg entfernt. Das uns manipuliert, vielfach sehr subtil. Und das passiert in nächster Zeit, dass da kommt viel neue Hologramm, wo Leute dann auf einmal glaubt auf Gott, auf Jesus, Maria, Buddha und Allah und was immer. Aber es ist nur eine Hologramm, der schon längst getestet ist und funktioniert und wird dann immer mehr und mehr angewendet. Dennoch passieren wirklich sehr, sehr viele kleine Sachen. Und das ist alles gezielt geplant. Nicht heute, nicht gestern, sondern von 50, 60 Jahren ist das alles schon geplant worden und wird langsam ausgeführt. Wir können gar nichts unternehmen im globalen Bereich, aber wir können alles Unternehmen auf unserem individuellen Bereich, das heißt in unserem bewussten Leben, können wir wirklich sehr, sehr viel tun. Und wenn es so weit ist, dann sieht man sowieso das ganze Spiel und dann ist das einfach nur ein wirklich ein lustiges Spiel, wie das funktioniert, aber wir sind dann nicht mehr involviert. Wir sind auf der Seite. Weil viele in dem Bereich Manipulation, viele Leute, die kämpfen für das, sterben oder werden umgebracht. Aber viele nicht. Zum Beispiel David Icke, der hat so viele Bücher geschrieben, x-tausende Vorträge gehalten. Und empfiehlt nichts und wird nicht passieren, weil er einer von denen ist. Er gibt einfach die Wahrheit raus. Aber die haben keine Angst deswegen, weil die haben ihm
befohlen, das zu tun, dass wir irgendwann erwachen aus dieser ganzen Manipulation. Weil es Ende Zeit. Du müsstest einfach das lockern, lockern, lockern. Aber wir müssen etwas unternehmen. Auge aufmachen und sagen, ja, ich sehe, dass das alles Manipulation und ich sage dem allem nein. Solche Leute gibt es noch zu wenig. Das sind 0,2% auf der Welt. Aber es sind sehr viele Millionen, hunderte Millionen Leute auf dem Weg. Das schon. Aber auf dem Weg zu sein, ist noch längst nicht Ziel erreicht. Ein Ziel ist erreicht, wenn du sagst, okay, ich bin auf dem bewussten Weg und ich weiß, ich habe Macht. Und ich sage denen, nein, das reicht. Im gleichen Moment wird alles verändert. Naja, das wartet, wird noch zeitlang gewartet, ob wir das wirklich tun oder bleibt einfach so weit wie bis jetzt, dass man wartet, für viele wartet, ein Erlöser, wer immer das ist, dass alles wie jeder Mensch tun, dass die armen Menschen müssen nur glauben und folgen. Und das wird nie gegeben. Oder gegeben, weil dann brechen die alle göttlichen Gesetze. Und wir haben keine Macht, etwas zu brechen. Wir müssen einfach weiter folgen. Und dann in einige hunderte Jahre kommt das goldene Zeitalter und alle Menschen freuen sich in das neue Zeitalter zu rein zu kommen und wirklich im vollkommene goldene Zeitalter, das heißt im vollkommenen positiven Bereich zu leben. Aber ich weiß es nicht, wer erreicht das, die sich jetzt ja freuen. Die lebt nicht 500, 600 Jahre, aber die freut sich. Lustig, oder? Wo ist unsere Bewusstheit? Die lebt, die kommt auch nicht in das goldene Zeitalter, weil es schon vorbereitet, die Platz für solche Seele. Die wiederholt den ganzen Prozess auf der ganz andere Niveau, Ebene oder vielleicht eine andere Galaxie. Wer weiß. Zimsam, nicht glaube, ist egal, welcher Guru das geschrieben hat. Weil das haben wir schon gesehen, das sind x-mal so gut ausgedachte Geschichte, dass die Milliarden Leute glauben, auch beim verschiedenen Glaube oder Kirche ist genau das Gleiche. Die sind alles zusammen und die schauen, dass die kollektive Manipulation weiter blüht, weil die haben die Aufgabe. Ich kann nicht stolz sein, dass die auf der positiven Seite so viele Milliarden sind, leider. Aber ich bin glücklich für jede Seele, die kommt und die erwacht und sieht, wo ist der richtige Weg. Dass es nicht Weg ist, glauben anderen und folgen, sondern eigenen Weg zu gehen.
kann auch nicht mehr tun, wie mir erlaubt ist, weil ich mache nichts als eigene Wille oder ist einfach die Aufgabe gegeben und ich tue die mit Liebe weiter. Es sind keine eigene Wahrheiten, weil ich kein Gott, dass ich dann jetzt ausdenken neue Weisheiten oder Gesetze. Das existiert alles. Ich lebe auch unter die Gesetze. Zum Glück sind das nicht mehr 3D-Gesetze, aber ich lebe gleichzeitig auch in dem Bereich 3D-Gesetze und ja, geht's perfekt. Ich unterliege nicht mehr den Gesetzen, aber ich bin einverstanden, weil ich lebe hier mit denen. Ich befolge nur die, die ich möchte, dass ich nicht aus Gleichgewicht komme. Und das ist so. Und lebe ich wirklich perfekt. Trotzdem, ich lebe nach viel höheren göttlichen Gesetzen in anderen Welten. Aber das ist nicht nur etwas, was ich tue, sondern auch jeder von euch tut das. Nur leider noch nicht bewusst. Und wenn man das in dem Bereich, sage ich so, Fokus sich etabliert bei euch, dann seht ihr, dass man kann gleichzeitig in mehrere Welten leben, mit gleichem Erfolg und gleichem Einsatz und gleich Genuss, ob das 3D oder irgendeine andere ätherische oder dimensionelle Welten oder auch andere 3D-Welten. Bitte nochmal vertiefen diesen Bereich, weil viele können sich noch nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und vielleicht eine von nächsten Workshop auch anwenden, dass man erklärt, dass man sich ein Bild machen, wie das in Innerwelten ausschaut. Aber jetzt ist nicht von so wichtig, dass man das auch im Moment brauchen. Ja, das ist so mehrere Sachen, die mir heute zusätzlich für unsere Alte haben. Was heißt Alte? Ich wäre glücklich, wenn jeder würde einfach kurz, wenn ich das Aufgabe, entweder kurz aufschreiben oder nochmal kontrollieren. Wir haben sehr viel Übungen, dass man so viel wie möglich vielleicht notiert, dass man so viel wie möglich auch durch Tag durchgeht. Man muss nicht eine Übung stundenlang machen, sondern einfach mehrere Mal macht, dass er sieht, aha, das ist ganz normaler Vorgang, das ist Teil von mir. Dann geht das immer schneller und schneller und dann sieht man, dass man gleichzeitig 30, 40, 50 oder mehrere Fokus gleichzeitig tun. Aber man müsste da irgendeine Aufgabe haben, weil wir können nicht 20 Fokus auf das Essen tun, auf das Essen nur eine, auf das Denken andere, auf das Laufen, Hören, Riechen, was immer, andere. Und dann kommen nochmal zweite Gedanken, dritte Aufgaben und. Dass man das auch täglich anwendet. Ist egal, was für Arbeit man tut. Aber zusätzlich noch einmal ein Fokus reinbringt. So viel wie möglich, klar. Wir können jetzt nicht in einem Tag gerade einfach von 1 bis 50, sondern wir schauen, dass wir in Freizeit ein bisschen üben mit dem
dass man im täglichen Leben kann wirklich mehrere Fokus gleichzeitig anwenden. Das ist demnächst wirklich sehr, sehr wichtig. Aber gar nichts entfällt. Alles ist immer aktuell, weil das ist das bewusste Leben. Weil wir haben hier am Anfang so 30, 40, 50 oder 100 Aufgaben, die wir machen. Aber das ist nicht einmal ein Promille von dem, was wir kennen. Wir kennen wirklich unglaublich viel mehr. Das hat jede, wirklich jede Mensch oder jede Seele. So dass man nicht denkt, ah, ich kann nicht. Okay, ich würde dich heute mit dem auch ja, fertig machen. Falls es noch irgendeine Frage gibt, bitte. Sonst bitte nächste Woche zur gleichen Zeit. Super. Alles klar. Nächste Woche passt gleiche Zeit. Ja. Ja. Super. Wolli, dir auch? Ja, ich habe wohl parallel mit Bernd gesprochen. Ja, gerne. Massiv. Perfekt. Wenn irgendetwas wäre und wirklich bitte kurz Mail schicken, dann können wir auch, wenn etwas wirklich dringend ist, wir können uns zwischen auch hier treffen und kurz besprechen. So, das gibt's kein Problem. Wir sind immer, das heißt immer da. Wichtig ist, dass wenn etwas wirklich sehr wichtig ist, dass man nicht wartet eine Woche, sondern das kurz beschreibt oder dass mir Bescheid gibt, dann können wir uns hier treffen oder über Mail, wenn das auch über Mail möglich ist, zu beantworten. Sonst können wir auch uns kurz hier treffen und Problem besprechen, wenn das etwas kommt oder wird geben. Ja, das ist im Prinzip für heute alles und ja, ich bin wirklich glücklich, dass ihr das ernst nehmt und arbeiten darauf, das wird auch Erfolg geben. Klar, man muss immer wissen, gibt es zwei Erfolge, der auf dem positiven Bereich und der auf dem negativen. Wir arbeiten für beide, keine Angst. Wir müssen alles erledigen. Die haben noch etwas zu auf den Negativen zu erledigen. Die tun das sicher, vielleicht in Geheime, aber macht nichts. Ich weiß das. Und die andere, die im positiven Bereich, der kann das auch erledigen, weil das ist nur ein Nebenprodukt von dem Ziel. Das Ziel liegt in Mitte, das heißt in vollkommenem Gleichgewicht. Und dort sind alle negative und positive zu akzeptieren, aber nicht mehr das, was wir brauchen. Resultat ist immer die vollkommene Mitte. Und wenn auch etwas sich ergibt in dem Bereich Information von mehreren Workshops, die Vasilie kriegt sowieso Unterlage, sicher in 2 Tagen. Und da kann man konkreter Angaben machen. Solange schreibe ich auch für deutschsprachige Gebiet für die Selbstheilung. Zimmer, auch wenn wie wohl ich Zeit ein bisschen Problem mit
Augen, das können wir auch organisieren. Ich weiß nicht, wo bist du, in Österreich oder in Deutschland? Okay, wohl ich hat man nicht gehört. Das, was in Österreich ist, so, da können wir leichter organisieren, weil es nicht so weit. Wenn 8 bis 10 Leute sind, dann können wir auch einen Workshop organisieren für die Augentraining. Man kann ganze Probleme mit Brille, mit Dioptrie, mit Sonnenbrille und Probleme mit Augen, können wir alles dann hinter sich haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Und da können wir schauen, was wir können hier erreichen. Ziel ist immer das gleiche, dass uns alles, was wir erreichen, näher bringt zu unserem wichtigsten Ziel, erreichen die Vollkommenheit in dem Leben. Und ja, alles, was man gerne dafür tun, sogar tun wir. Wie schnell oder wie langsam, kann jeder selber entscheiden. Aber, Wissen ist da, muss man das einfach schon anwenden. Und das, was betrifft, noch weitergeben, bringt uns auch selber viel, viel weiter. Okay, das ist alles für heute. Und nochmal vielen Dank und bis der nächste Freitag. Und gute Nacht wünsche ich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir und gute Nacht. Vielen Dank auch von mir. Schlaft schön. Gute Nacht.